Und damit herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von Let's Play Assassin's Creed Origins. Benutze wir alles hier, um dich zu bewegen. Alles klar. Im Rhythmus bleiben! Bum, 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 bum. Ach, Leute! Da bin ich aber jetzt. Boah, das sieht schon geil aus, ne? Langsam jetzt! Untiefen voraus! Untiefen voraus! Ich sehe die Scheren. Deine dritte Reise und du bellst Befehle wie ein Seebär. Ich liebe es, wie sich die Spucke in deinem Bart verfängt, Foxy das. Lass mich nicht über Bord gehen. Das ist kein Tod für einen Helden wie mich. Ein wahrer Held kann schwimmen und sich retten. Ich sehe Okay, alles klar. Ohne Grund lasse ich mich nicht durch Speigert sorgen. Jetzt versuchst du nur, mich zu beeindrucken. Erhöht das Tempo! Segel am Horizont, da! Das sind keine römischen Farben. Wo hat uns das Weibstück reinmanövriert? Ptolemäus Schiffe. Zweifellos ein Sand vom Orden der Ältesten. Was haben sie mit Pompeius zu schaffen? Seine Armeen sichern den Thron für Kleopatra. Und die wollen die Allianz verhindern, bevor es soweit ist. Wir müssen uns sputen. Poseidons Pisse! Es liegt zu viel Rauch in der Luft. Die See wird kochen beim Vulkan. Halten wir Abstand, wenn wir nicht verbrennen wollen. Ist das Methane? Sie ist seit Jahrhunderten nicht ausgebrochen. Haltet euch bereit! Zeigen wir ihnen, dass sie dem falschen Pharao folgen. Alles klärchen! Hinterher! Die ptolemäische Flotte versenken. Ja, aber sowas von. Wir werden ein Feuer regen! Schilde bereithalten! Okay. Gefechtsgeschwindigkeit, los! Drehen! Wo sind die denn? Ach, da vorne. Mehr Tempo! Wir werden angegriffen! Schneller! Schneller! Wir rammen sie! Erhöht das Tempo! Versenkt sie! Wir haben diese Balakia! Fehlt auf die Heckflossen! Die sind voller Öl! Ha! Das ja, wunderbar! Und keine Spur von deinem treulosen Römer! Hüte deine Zunge, Kapitän. Wir brauchen ihn als Verbündeten und nicht als Feind. Wir sind nicht so weit gesegelt, um ihn jetzt wüst zu beleidigen. Ich bin, wer ich bin. Ich werde mich auch nicht für einen Herrscher ändern. Aus demselben Grund habe ich auch meine Frau und Kinder verlassen. Niemand bei Verstand akzeptiert mich. Ich akzeptiere dich. Wir akzeptieren dich. Alala! Diese 100 Seeleute sind genug Akzeptanz für mich. Es ist schwer, denen Lebewohl zu sagen, die uns nicht akzeptieren. Aber es ist der einzige Weg. Wirklich? Pompeius wird am verabredeten Ort sein, vor Terras Küste. Fahr weiter. Rahmen und zurückschießen. Zurückschießen. Halte Left Shift gedrückt, um Deckung zu gehen. Lass los, kurz nachdem ich halt nicht eine Schüsse getroffen habe. Alles klar. Schneller! Abruf! Rudert schneller! Oh oh, da vorne ist irgendwas Großes. Wir rammen sie! Erhöht das Tempo! Gut, gut. Na, da bin ich mal gespannt. Mehr Geschwindigkeit! Erhöht die Schlagzahl! Da, ich sehe ihn. Pompeius im Norden. Keine Eile! Da könnten Patrouillen warten. Oh, willst du einem Kampf aus dem Weg gehen? Bei Hades Scheiße, Weib, sicher nicht. Aber ich sterbe nicht gern zum Schutz eines Römers. Schon gar nicht für einen, der sich Schutz leisten kann. Weißt du... Du solltest eher auf seiner Triere segeln. Da passt du gut rein. Feuerbomben bereit!
Gib den Befehl, wenn wir nah genug sind. Alles klärchen. Im Rhythmus bleiben. Da ist aber ordentlich schon die Kacke am Dampfen. Wir rammen sie. Erhöht die Schlagzahl. Bereit zu feuern. Feuer. Normale Fahrt. Wir werden angegriffen. Na komm. Sie stehen unter schwerem Beschuss. Und den letzten auch noch. Haltet diesen Pestbeulen. Wir vernichten sie oder ziehen sie mit in die Tiefe. Okay, come on. Erhöht das Tempo. Einer ist noch übrig. Das war gut, ja? Sie gehen unter. So ja, wunderbar. Gut gekämpft. Nun suchen wir diesen römischen Feldherrn. Ich habe noch keinen dieser Generäle persönlich getroffen. Keine Sorge, Aja. Ich benehme mich auch. Bürgerkrieg in Ägypten und eine Triere mit Söldnern kommt mir zu Hilfe. Mitten im Krieg gegen Cäsar, das ist ungewöhnlich. Wer bei Hades seid ihr? Wir hätten euch sterben lassen können. Pompeius Magnus. Grüße und Freundschaft von Königin Kleopatra. Kleopatra bietet Gold für meine Gunst, sobald ich in Rom herrsche? Ist das die Freundschaft, die eure Königin meint? Wessen Gesicht schmückt diese Münze? Erweist man römischen Frauen dieselbe Ehre? Eine Allianz mit Kleopatra wäre eine Vereinigung der Macht. Sie sucht keinen Verbündeten. Sie sucht einen König. Eine wertvolle Freundschaft, in der Tat. Also gut. Meine Flotte wird bald für Ägypten bereit sein. Jut, jut. Okay. Interesting, interesting. Guck mal, du kannst deine Pfeile in Brand stecken. Ja, das haben wir doch letztens schon bekommen. Hinbekommen. Wie auch immer. Ich brenne die Lagopeilen. Ach, guck mal. Das ist ja auch cool, das wusste ich auch noch nicht. Wenn wir Leertaste drücken, dann können wir unseren Sprung abfedern. Gut, gut. Sind wir immer noch in Letopolis? Letopolis? Ja, ne, sind wir bestimmt. Ja, das scheint tatsächlich der Fall zu sein. Gönnen wir uns noch das Papyrus-Rätsel? Ich würde sagen, ja. Und dann würde ich auch noch mal kurz zum Schmied gehen wollen. Ein paar Sachen verkaufen. Weil ich glaube, Gold haben wir im Moment en masse, aber es geht mir, glaube ich, eher darum, dass wir ein bisschen Material bekommen. Das ist nämlich weitaus seltener und die Aufwertung können wir, glaube ich, ganz gut gebrauchen. Was ist das für ein Ort? Ja, scheinbar ein Ort mit einem Papyrusrätsel. Eine Geschichte der verlorenen Hüter dieses... Aber vor allem, es brennen halt einfach Kerzen hier unten. Das heißt, es muss jemand hier unten gewesen sein. GG. Das Auge der Quema. Das sind alles Quests, die man hat, ne? So, so. Oh, lol. Oh, lol. Yay, zwei Kobras getötet.
Da geht's mir doch gleich viel besser. Ah, da vorne kommen wir auch wieder raus. Alles klar. Über den Ring und dann nach oben. Leute, das ist echt gefährlich hier. Ihr könnt nicht einfach hier Löcher im Boden lassen. Unglaublich. Unglaublich ist das. Okay. Wir müssen mal gerade hier unseren Scan durchführen. Wo ist das da vorne? Okay, alles klar. Gut, 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 gut. Danke für das Rätsel. Wunderbar. Tempel des Horus abgeschlossen. Alles klärchen. Auf zum Schmied. Wie gesagt, Sachen verkaufen und dann gucken weiter. Außerdem können wir tatsächlich einen Fähigkeitenpunkt, den wollten wir uns aufsparen. Genau, Ausrüstung. Wir können uns irgendwas aufrüsten. Und zwar ein Stabilisierungshandschuh. Für mehr Fernkampfschaden. Ich meine, mehr Fernkampfschaden finde ich ja an sich nicht verkehrt. Ne? Gut. Okay, Quest. Da müssen wir mal schauen, dass wir vielleicht hier die alte Bibliothek oder so in der nächsten Folge machen. Irgendwas, was halt im Rahmen unseres Levels liegt. Und dann sind wir da, glaube ich, auch schon good to go. Außerdem fand ich diese Seekampfpassage ganz interessant. Also es hat mir sehr gut gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und also man hat ja schon ein, zwei Passagen gehabt bei Assassin's Creed 3, Assassin's Creed 4, Black Flag, ging dann praktisch ausschließlich darum. Ja, des verstorbenen Tahaka, genau. Nee, und dass man das jetzt wieder aufgreift und ein bisschen wieder den Seekampf mit reinnimmt, finde ich eigentlich gar nicht verkehrt. So, quatschen wir doch erstmal mit dem Schmied. Guten Tag, der Herr. Geben wir 43 Goldmünzen dafür aus? Nein, ne? Nein. Machen wir natürlich nicht. Aber wir wollen, glaube ich, aufrüsten. Habe des Perseus für 700. Würde dann aber entsprechend auch mehr Schaden machen. Qualität geht um 8 hoch. Schaden um 20. Das ist schon, glaube ich, schon ganz gut. Das können wir uns einfach mal. Wunderbar. Und dann hätte ich, glaube ich, gerne noch meinen. Welchen Bogen benutze ich gerade? Einen von denen. 333 plus 10 plus 18. Sind wir bei 36. Da sind wir bei 43. Und ist auch von der Frequenz her besser. Gut, gut. Dann eventuell noch den Schlangenschild. 2200 ist halt. Das ist halt echt schon heftig, ne? Aber gut, okay. Vergiftung bei Blocken, alles klar. GG, sag ich da nur. GG. Okay, wir verkaufen. Wir verkaufen einfach ganz viel Schrott hier. Den Schotel, weg damit, weg damit, weg damit. Die behalte ich mal im Hinterkopf. Scherenklingen können weg, die doppelten Brauch. Bleib ich einfach mal dabei. Bluten bei Treffer. Hm. Alles, was nicht verkauft. Diese epische Qualität hat, die schmeißen wir tatsächlich mal raus. 333. Da müssen wir dann die nochmal hier anpassen. Vierte Plage. Gesundheit bei Treffer ist halt auch ziemlich nice. Verkauft. Ist gut. So, den behalten wir einfach mal. Achso, unnötiger Plunder. Kann tatsächlich auch alles weg. Gut. Dann schauen wir nochmal unter Kaufen, dass wir uns Eisen kaufen. Bronze. Und Holz. In Ordnung.
Danke sehr. Können wir noch irgendwas aufwerten? Also scharfer Schnitt haben wir immer noch drin. Okay. Dann das Schild ist neu. Da wollen wir den haben, weil der mehr Schaden macht. Blick des Schakals. Ist auch Gesundheit bei Treffer. Okay. Da können wir ja mal gucken, dass wir vielleicht einfach mal hier den nehmen. Warum nicht? Und wir können uns Nahkampfschaden. Ist halt auch gut, ne? Ach Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, gönnen wir uns. Ich meine, früher oder später wollen wir es wahrscheinlich eh aufrüsten. Von daher können wir es auch jetzt machen. Gut, Leute. Ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir Feierabend für heute. Ich bedanke mich ganz recht herzlich fürs Zusehen. Hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst mir auf jeden Fall einen Kommentar und oder eine Bewertung und oder ein Abonnement da. Das würde mich super doll freuen. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut, bis dahin. Haut rein.